Mit oder ohne Fleisch? Das ist die Frage, auch für immer mehr Deutsche. Im Durchschnitt isst jeder von uns 60 Kilo Fleisch pro Jahr. Oh, ich esse unheimlich gern Sauerbraten. Gewohnheit. Also ich bin mit Fleisch groß geworden. Fleisch hat einfach nicht zu schlagen für mich. Ja. Aber das sehen längst nicht mehr alle so. Jeder 20. Deutsche ist schon Vegetarier. Und es werden immer mehr. Mit Gemüse kann man sich genauso gut ernähren. Ich finde Essen aus Gemüse, Reis, anderen Sachen finde ich außerordentlich schmackhaft und ausreichend für mich. Man kann vegetarisch essen und das ist auch, man muss nur entsprechend würzen, dann schmeckt das eben sehr lecker. Was sollen wir essen? Wir bitten zum großen Duell. Vegetarier gegen Fleischesser. Fleisch gibt Kraft, das zumindest glauben wir seit Urzeiten. Aber stimmt das auch? Oder sind wir ohne Fleisch sogar viel leistungsfähiger? Fleischesser sind schuld an der Massentierhaltung und dem Tod von Tieren. Das zumindest sagen viele Vegetarier. Für die Umwelt sei ein kompletter Fleischverzicht am besten. Aber ist das wirklich so? Kann man wirklich sagen, dass Vegetarier die besseren Menschen sind? Die Liebhaber von saftigen Steaks verteidigen sich. Menschen seien schon immer Fleischesser gewesen und ohne Fleisch wären wir niemals das geworden, was wir sind. Wir wollen die Fakten wissen. Ist Fleischessen nun gesund oder ungesund? Leben Vegetarier etwa länger? Und wie steht es um den Geschmack? Ist vegetarisches Essen nicht immer auch ein bisschen langweilig? Zwei Spitzenköche im großen Ernährungsduell. Das freut sich, das Fleisch freut sich in der Pfanne. Sagt, Mensch, mal, wenigstens einer, der mal eine Ahnung hat. Alfons Schubeck zeigt uns, was mit Fleisch möglich ist. Sein Gegner Attila Hildmann kocht immer ohne Fleisch. Ganz ehrlich, mein Bizeps, der kommt auch ohne ein Steak zustande. Der Spitzenkoch Hildmann früher so und heute so, dank komplettem Fleischverzicht. Unsere beiden Teams, vier Vegetarier treten an gegen vier Fleischesser. Sie alle sind Überzeugungstäter. Die einen lieben es, Fleisch zu essen, die anderen lehnen es total ab. Der Attila und ich kochen heute Fleisch gegen Fleisch los. Wir duellieren uns, wie schneide Fleisch ab, wie schneide Gemüse ab. Ist es umweltverträglicher, sich fleischlos zu ernähren? Ist es vielleicht sogar gesünder? Wer ist jetzt ein bisschen besser? Ist Gemüse oder das Fleisch? Und wir schauen einmal, wie das abschneidet. Und ich hoffe, dass es richtig Spaß macht. Ja? Also entscheidend ist, dass es richtig gut schmeckt. Das denke ich auch so. Die Karotten sind hier auf meiner Seite. Die Fleischkeulen können gerne zu Alfons rüber. Das Team Fleisch von Alfons Schubeck. Annette isst am liebsten nur wirklich gutes Fleisch. Olli schätzt auch Currywurst und Döner. Hauptsache herzhaft und reichlich. Auch Christoph will sich Essen ohne Fleisch lieber gar nicht vorstellen. Und Anna isst am liebsten nur Fleisch, ohne Beilage. Und jetzt das Team Gemüse von Attila Hildmann. Max hält Fleischesser für Mörder. Judith verzichtet seit kurzem erst auf Wurst und Fleisch. Frank ist schon seit 30 Jahren Vegetarier. Und Melanie hat das Fleischessen eingestellt, weil sie die Welt ein kleines bisschen besser machen will. Einen Monat lang treten die Teams gegeneinander an. Die Gruppe von Alfons wird jeden Tag mindestens zweimal Fleisch essen. Attila dagegen verordnet seinem Team streng fleischlose Ernährung. Auch Milch, Eier und Butter sind tabu. Wer wird nach 4 Wochen leistungsfähiger sein? Und wer wird sich besser fühlen? Bevor es losgeht, haben unsere beiden Köche noch eine Überraschung parat. Hammer aus. Alfons, bist du fertig mit deinem Team? Ja, schaut gut aus. Deins auch übrigens. Kompliment. Das freut mich. Mein Team, das sind ja alles Vegetarier, aber
Bei dir sind ja richtige fleischfressende Pflanzen. Und jetzt habe ich einen Anschlag auf dich vor. Ich wollte nämlich fragen, ob du mir zwei abgibst. Ja, probieren können wir es. Ob es uns gelingt, weiß ich nicht. Aber hier ist es vielleicht leichter, wie dass ich zwei Vegetarier, die Fleisch essen. Wir haben da was vor. Und zwar würden wir ganz gerne zwei von den Fleischessern für 4 Wochen zu Vegetariern machen. Und umgekehrt genauso. Das wird schwierig. Was die Teilnehmer noch nicht wissen, die Wahl ist schon getroffen. Anna, ich glaube, dich möchte ich haben in meinem Team. Ach, Manu! Aber du sitzt gleich eigentlich auch neben dem perfekten Nachbarn. Nee, oder? Mann, du Arme. Böse. Ich sage mir, gut, okay, im Endeffekt war es ein Mega-Schock, dass er uns damit überrascht hat. Überrascht. Ja, und ich finde es natürlich hart. Also ich glaube, es wird hart für mich werden. Die Panik ist, schwach zu werden. Schwach zu werden, zu sagen, kriegt sowieso Kinder mit und jetzt isst du trotzdem mal eine Currywurst oder halt, so wie du die wohnt bist, mal eine Cola oder so trinken. Welchen bei euch? Ich würde dir mal vorschlagen, hier die zwei hübschen Damen, die machen es ja eher aus Gesundheits- und Umweltgründen. Ja. Ihr zwei, gell, oder? Ja, aber würde es dann bedeuten, jeden Tag ein Stück Fleisch zu essen? Jeden Tag? Jeden Tag, keinen vegetarischen Tag. Puh. Geflügel und Fisch kann ich mir vorstellen, das mochte ich früher in meiner Fleischzeit gerne. Ich glaube aber, wenn ich jetzt wieder Fleisch esse, dass der Ekel mich vielleicht am Anfang abhalten könnte. Dann wollte ich nur sagen, herzlich willkommen in meinem Team. Gehen wir mal. Also kommst du ja, Anna, freu dich schon mal auf 30 Tage jeden Tag Möhren essen. Auch die beiden Neuen in jedem Team müssen sich streng an die Vorgaben der Köche halten. Werden sie durchhalten? Zeit für unsere erste Frage. Macht Gemüse wirklich schlapp? Für die meisten Spitzensportler keine Frage. Fleisch muss sein. Sebastian Schweinsteiger zum Beispiel mag Schnitzel und Steaks und am liebsten Spaghetti Bolognese. Skias Maria Höffel-Riesch ernährt sich gern von Geflügel und Fisch. Ob sie nach dem Karriereende auch öfter mal ein Steak essen wird, ist noch unbekannt. Olympiasieger Usain Bolt liebt Huhn und zwar möglichst viel davon. Der schnellste Mann der Welt isst manchmal sage und schreibe 100 Chicken Nuggets pro Tag. Dieser Mann ist der lebende Beweis, dass Spitzenleistung auch ganz ohne Fleisch geht. Arnold Wiegand betreibt Extremtriathlon. Seine beste Disziplin ist der dreifache Ironman. 11 Kilometer schwimmen, 540 Kilometer Radfahren und anschließend noch 126 Kilometer laufen. Alles hintereinander, in einem Wettkampf. Beim nächsten Rennen will Wiegand unter 40 Stunden bleiben. Ohne Pause. Der Triathlet isst weder Fleisch noch Fisch und auch keine tierischen Produkte wie Eier oder Milch. Er ist Veganer. Bei dieser Ernährung fehlt das lebenswichtige Vitamin B12. Es wäre zum Beispiel in vielen Fischarten enthalten und dient der Zellteilung und der Blutbildung. Auch in Rind und Schwein steckt B12, ebenso wie in vielen Käsesorten. Aber all das ist für ihn tabu. Er muss deshalb das Vitamin B12 als Pille zu sich nehmen. Oder durch eine spezielle Zahnpasta. Vegetarier? Veganer? Zeit für unser kleines ABC der Essgewohnheiten. Für die Allesesser unter uns, und das sind mehr als 90% der Deutschen, ist die Tafel reich gedeckt. Pesketarier verzichten nur auf Fleisch. Fisch und Meeresfrüchte sind erlaubt. Vegetarier gehen noch einen Schritt weiter. Sie essen weder Fleisch noch Fisch. Bei den Veganern sind alle tierischen Lebensmittel tabu. Also auch Eier, Milch, Käse und Honig. Am meisten verzichten müssen die sogenannten Frutarier. Sie essen nichts, was Pflanzen beschädigt. Also weder Kartoffeln noch Möhren oder Salat. Für sie bleiben nur Obst, einige Gemüsesorten, Getreide und Nüsse. Für unsere Teams beginnt das Training mit Arnold Wiegand. Wir werden dann Seilspringen machen und bei dir, Annette, wegen der Sportverletzung habe ich mir was anderes einfallen lassen. Und ja, dann geht's los.
Es werden anstrengende 4 Wochen. Alle haben einen genauen Ernährungsplan und ein hartes Trainingsprogramm. Die erste Stunde der Wahrheit kommt beim Seilspringen. Welches Team ist fitter? In genau einem Monat werden sie sich noch einmal messen. Und dann werden wir wissen, bei wem das Training mehr geholfen hat. Bei den Fleischessern oder bei den Vegetariern. Bei unserem Ausgangstest gibt es große Leistungsunterschiede. Manchen geht schon nach wenigen Minuten die Puste aus. Ausgerechnet Frank, der Älteste in unserem Test, ist mit Abstand der Beste. Am Ende steht ein klarer Sieg für das Team Vegetarier. Aber wird das nach 4 Wochen Training noch genauso sein? Das Seilspringen habt ihr hinter euch gebracht. Das ist jetzt der Ausgangspunkt. Ich habe für euch den Trainingsplan für die nächsten 4 Wochen erstellt. So, dann. Mindestens 4 Stunden Sport pro Woche. Schwimmen, Radfahren oder Laufen. Im positiven Fall hoffe ich an sich nur, dass ich wirklich abnehme. Dass ich wirklich sagen kann, 4 Wochen lang hast du durchgezogen und hast Erfolg gehabt, indem du Summe X abgenommen hast. Ich bin eine Null. Ich habe Arme wie Pudding, eine Kondition wie keine Ahnung. Und über meine Bauchmuskeln wollen wir gar nicht erst anfangen. Unser nächster Termin im Immanuel-Krankenhaus in Berlin-Wannsee. Hier wollen wir unsere Teilnehmer genau untersuchen lassen. Zu Beginn des Experiments und am Ende. Die Daten sollen uns in einem Monat helfen, die Frage zu klären, ob vegetarisches Leben tatsächlich gesünder ist und vielleicht sogar länger. Alle Werte okay, alles im grünen Bereich, alles Tofte, ich bin gesund. Das Einzige, was ich jetzt beunruhigend finde, sind, dass meine Harnwerte halt so ein bisschen komisch sind. Ansonsten waren meine Werte ja relativ gut. Hallo. Morgen. Olli war seit Jahren nicht mehr beim Arzt, aus schlechtem Gewissen. Er ahnt, dass sein Mix aus Currywurst, Cola und fehlender Bewegung nicht wirklich gesund war. Ja, ja. Heute bekommt er eine klare Ansage. Chefarzt Professor Michalsen muss Ollis Werte nicht lang studieren. Das ist ganz wichtig, der Blutdruck zum einen, dann der Blutzucker, dann die Blutfette und dann das Bauchfett. Und bei Herrn Legel haben wir das, das nennt man in der medizinischen Literatur das tödliche Quartett. Also er hat quasi alle 4 Karten, die ein ganz hohes Risiko anzeigen, in hoher Ausprägung. Also das ist schon nicht ganz ohne. Unbequeme Wahrheiten. Cholesterin zu hoch, Blutwerte zu hoch, Blutdruck zu hoch, stark übergewichtig, rote Karte unter 4 Augen bekommen vom Arzt. Wenn ich meine Kinder groß werden sehen will, sollte ich mein Leben halt doch schon radikal ändern. Aber auch die anderen müssen jetzt für unseren Test ihr Leben ändern. Jeden zweiten Tag Sport, kein Alkohol, keine Süßigkeiten, keine Zigaretten. Nach dem ersten Training wird Olli klar, auf was er sich eingelassen hat. Ja, bin jetzt zu Hause angekommen, bin an sich halt schon groggy. Klar, lange nicht so bewegt wie heute. Gegessen habe ich heute 3 Äpfel, ein paar Nüsse, eine Orange. Anna leidet besonders darunter, plötzlich Vegetarierin zu sein. Ich bin aggressiv. Also ich raste wirklich schnell aus gerade und drehe richtig am Stock. Unser schönes Heim. Alle Teilnehmer führen ein Videotagebuch, um unseren 4-Wochen-Test genau zu dokumentieren. Unsere nächste Frage ist etwas provozierend formuliert. Sind Vegetarier die besseren Menschen? Es ist ein Streit, der Familien spalten kann und Freunde entzweit. Tierquäler, Aasfresser, Mettwurst, schimpfen die einen. Körnerpicker, Grasfresser, Biotonne, die anderen. Vegetarier gegen Fleischesser. In Deutschlands Esszimmern wird eine Art Glaubenskrieg geführt. Und beide Seiten schießen mit Vorurteilen nur so um sich. Fleischesser stinken, behaupten viele Vegetarier. Und tatsächlich,
Wissenschaftler der Uni Prag fanden heraus, dass Männer, die sich vegetarisch ernähren, attraktiver riechen. Dafür sind Vegetarier arrogant, selbstgerecht und nervig. Das zumindest findet die Mehrheit der Fleischesser, die für eine amerikanische Studie befragt wurden. Und noch so ein Klischee: Fleischesser sind aggressiv. Vegetarier hingegen bringen Frieden und Liebe in die Welt. Nur, wie passt er hier da hinein? Der Vegetarier Hitler? Genug der Vorurteile. Fest steht, der Streit scheint sich aufzuladen, auch durch die vielen Lebensmittelskandale der letzten Jahre. Die Bedingungen der Massentierhaltung stehen immer mehr am Pranger und Fleischesser sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden zur Klimaerwärmung beitragen. Aber gibt es nicht auch Fleisch von anständig gehaltenen Tieren, das wir mit gutem Gewissen essen können? Was ist also dran an den Vorwürfen und Vorurteilen? Schadet unser Fleischkonsum der Umwelt und sind Vegetarier dadurch bessere Menschen? Vegetarier sind natürlich nicht die besseren Menschen, aber vielleicht ernähren sie sich besser, weil wir verzichten auf Fleischskandale, Massentierhaltung und Raubbau an der Natur. Es ist ja immer eine Frage, wie viel Fleisch isst jemand? Nicht? Also wenn einer zwei, dreimal in der Woche Fleisch isst, dann treibt er noch lange keinen Raubbau. Und welche Qualität ist ihm das wert? Aber da stellt sich auch für mich tatsächlich die Frage. Also ich habe das jetzt ja durch diese Fleischkost auch gesehen, was im Discounter alles irgendwie an Preisen los ist. Da kauft man irgendwie 4 Hähnchenkeulen für 2,79 Euro. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Leute wirklich das Bewusstsein haben für das, was da teilweise mit den Tieren angestellt wird. Aber egal ob konventionelles Fleisch oder Biofleisch, wir müssen... Es ist Faktum, dass für den Genuss von Fleischfressern Tiere sterben. Und dass für den Genuss von Fleischfressern Tiere leiden. Da ist das wieder, was der Klischee sagt. Gut, ne, also der Vegetarier ist aggressiv und will sein Dings durchsetzen. Sagt Fleischesser. Also ich bin jetzt auch kein Verfechter konventioneller Tierhaltung. Aber ich möchte mir trotzdem nicht das Recht absprechen lassen, Fleisch zu essen und mir gleichzeitig den Vorwurf machen zu lassen, ich wäre ein Mörder. Aus einem Schwein ein Schnitzel zu machen. Das findest du normal, weil du daran gewohnt bist. Und wenn ich heutzutage ein Tier schlachte, töte, ja, ich töte es in dem Moment, und dann sozusagen mir scheibchenweise das Fleisch abschneide, dann kann ich das mehr oder minder sofort in die Pfanne hauen und habe ein Schnitzel. Was in dem Moment die Sojaindustrie macht, ich nehme die Pflanze, zwinge die durch mehrere Prozesse, um dann eine Form in sie, eine Form reinzupressen, der sie überhaupt nicht gehört. Auch Markus Keller hat in der Debatte Stellung bezogen. Der Ernährungsökologe aus Gießen fordert eine komplett vegetarische Gesellschaft. Fleischkonsum hält er generell für umweltgefährdend. Tierische Lebensmittel haben einen deutlich größeren CO2-Ballon, Treibhausgasballon, als pflanzliche Lebensmittel. Die Hitliste der CO2-Verursacher in unserer Ernährung. Ein Kilo Gemüse oder Kartoffeln setzt bei der Produktion rund 200 Gramm CO2 frei. Ein Kilo Sojaburger, 800 Gramm. Ein Kilo normaler Hamburger, 8 Kilogramm. Ein Kilo Schweinefleisch, 4 Kilogramm. Rindfleisch, 15 Kilo. Absoluter Spitzenreiter aber ist Butter. Wie gut, dass wir davon nicht so viel brauchen. Auch beim Wasserverbrauch gibt es große Unterschiede zwischen vegetarischen und tierischen Lebensmitteln. Die industrielle Landwirtschaft braucht große Mengen an Wasser. Für die Viehhaltung, die Bewässerung von Feldern und noch einmal so viel bei der Verarbeitung von Fleisch. Die verbrauchte Wassermenge lässt sich für jedes Nahrungsmittel genau berechnen. Bei schwindenden Süßwasserressourcen ein Thema der Zukunft. Um ein Kilo Sojaburger herzustellen, wird eine Badewanne voll Wasser benötigt. Ein Kilo Kartoffeln braucht die doppelte Menge, genauso ein Kilo Gemüse. Ein Kilo normaler Hamburger verbraucht für die Herstellung gleich 16 Badewannen. Butter 37 Wannen. Schweinefleisch schon 40 Badewannen, 6000 Liter pro Kilo. Einsamer Rekordhalter ist Rind, 100 Badewannen pro Kilo Steak.
Die Tiermast ist tatsächlich der große Klimasünder in der Nahrungsmittelproduktion. Aus den Därmen der Kühe dringt viel CO2 und etwa die Hälfte aller in Deutschland genutzten landwirtschaftlichen Flächen sind Weiden oder dienen der Erzeugung von Tierfutter. Weltweit sind es sogar 2/3. Für vegetarische Ernährung braucht man weniger Fläche und schädliches Kohlendioxid wird auch weniger freigesetzt. Wenn alle so leben würden, wie wir heute in Deutschland, dann bräuchten wir 2x unsere Erde. Jeder, der seinen Fleischkonsum, seinen Käsekonsum, seinen Wurstkonsum reduziert, ist schon mal auf dem richtigen Weg. Es ist ja so, dass in den Dritte-Welt-Ländern Monokulturen angelegt werden, wie zum Beispiel Futterpflanzen wie Mais, Soja oder eben Weizen. Wir sehen zu, wie Tierskandale entstehen, wie Massentierhaltung entstehen, Tiertransporte und wie 1 Milliarde Menschen auf der Welt an Hunger leidet. Das ist sehr weit hergeholt. Das ist plötzlich für dich überhaupt keine Gewissensfrage mehr. Ich als Fleischesser bin jetzt daran schuld, dass 1 Milliarde Menschen hungert. Das willst du damit sagen? Unsere Teams reden sich die Köpfe heiß. Tatsächlich sammeln die Vegetarier in Sachen Umwelt Pluspunkte. Aber ob sie dadurch die besseren Menschen sind, muss jeder für sich entscheiden. Genauso wie die Frage, ob es einfach zum Menschsein dazugehört, Tiere zu essen oder nicht. Womit wir direkt bei unserem nächsten Thema wären. Hätten wir Menschen nur mit Gemüse überlebt? Wir besuchen eine Expertin mit einem etwas gruseligen Spezialgebiet. Schädel sind so einzigartig wie Gesichter auch. Und das ist das Faszinierende daran, zumal man damit auch in die Geschichte, in die Vergangenheit hineingehen kann und eine ganze Menge über Mensch und seine Umwelt erfahren kann. Die Überreste unserer Vorfahren zeigen, wie wir uns ernährt haben und wie sich unser Gehirn im Laufe der Evolution vergrößert hat. Hängt das womöglich mit dem Fleischkonsum zusammen? Erstes Licht ins Dunkel bringt Lucy. Sie hat noch einen sehr kleinen Schädel. Der Turkana-Boy ist ein afrikanischer Teenager. Sein Kopf ist schon ein bisschen größer. Deutlich wuchtiger ist der Schädel des Neandertalers. Und noch mehr Raum fürs Gehirn hat der Kopf des modernen Menschen, des Homo sapiens. 1,3 Kilo Denkorgan haben darin Platz. Aber welche Rolle spielt nun die Ernährung auf dem langen Weg vom frühesten Menschen bis zu uns? Wir können zwar annehmen, dass ein Großteil der Nahrung aus pflanzlicher Kost bestand, aber er wird sicherlich ein Stück herumliegendes Aas, was frisch war und geschmacklich gut aussah, nicht liegen gelassen haben. Schon Lucy mochte Fleisch, bekam aber nur wenig. Das Gebiss zeigt uns an, dass wir es hier mit einem Allesfresser zu tun haben, mit einem überwiegenden Teil an pflanzlicher Nahrung, dann ergänzt vielleicht durch einen kleinen Anteil an Fleisch. Der Turkana-Boy aus Afrika hatte mehr Chancen, an Fleisch zu kommen. Allesfresser, aber sicherlich schon mit einem höheren Anteil an proteinreicher Fleischnahrung. Aß vielleicht auch kleinere Tiere, die gefangen wurden. Die Nahrung des Neandertalers bestand überwiegend aus Fleisch. Durch seine Anpassung an die kalten Umweltbedingungen mit einem sehr robusten, kräftigen Körper war er darauf angewiesen, Fleischnahrung zu bestreiten. Nach dem Ende der Eiszeit gab es für den Homo sapiens wieder mehr Gemüse und Getreide. Ein hoher Anteil an proteinreicher Nahrung durchaus noch, aber auch ausgewogen mit einem guten Anteil an pflanzlichen Nahrungsbestandteilen. Die Sache ist klar, reine Vegetarier waren wir noch nie. Immer wenn es Fleisch gab, haben wir zugebissen. Und für die Entwicklung der Fähigkeiten unseres Gehirns war das Fleischessen ein entscheidender Faktor. Als Vegetarier wären wir wohl nie das geworden, was wir sind. Man kann tatsächlich sagen, dass mit der Evolution des Menschen auch der Bedarf an proteinreicher Nahrung gestiegen ist. Und insbesondere hängt dies natürlich zusammen mit der Hirnentwicklung. Fleischessen als Motor der Evolution. Unsere Teams im Selbstversuch. Also wir sind jetzt in der Steinzeit. Wir machen ja halt ein Wildschaf. Aber früher war es natürlich so, dass man im Sommer eher Beeren, Früchte
und Fisch gegessen hat. Und im Winter war es ein bisschen schwieriger, weil es war alles zugefroren. Also da ist man dann richtig nochmal auf die Jagd gegangen. Einmal einen Hasen, also alles eine Ratte, was halt rumgelaufen ist. Und wenn es was gegeben hat, hat es als erstes Innereien gegeben, weil die am schnellsten verderben natürlich. Und dann hat man auch das Fett gegessen. Man hat so lange das Fleisch gegessen, bis nichts mehr da war. Steinzeitkochen à la Schubeck. Sein Team verarbeitet Zutaten, die heute weitgehend unbekannt sind. Erdfrüchte der Menschheitsgeschichte. Das Fleisch vom Wildschaf lässt auch den Vegetariern in unserem Experiment das Wasser im Munde zusammenlaufen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Vom Sternekoch zubereitet, sieht die Steinzeit ganz schön lecker aus. Wer sich traut, kann das Uraltgericht gerne nachkochen. Das Rezept gibt es auf unserer Internetseite. Schau dir mal das an. Aber das sieht hier ziemlich vegan aus. Aber wenn die so gegessen haben, dann... Deswegen sind wir so rausgekommen jetzt. Ja. Ich muss sagen, das Wildschaf, auch wenn ich vorher bei den Fleischlosen war, hat mir hervorragend geschmeckt. Das war köstlich. Und eine totale neue Entdeckung waren für mich diese Gemüsesorten. Ich hätte gern was davon gegessen, aber ich habe mich ja dann doch zusammengerissen. Und dann halt auch eher meine Seite gewählt. Für unsere Vegetarier ein schwerer Moment. Dabei könnten sie ja alle nötigen Nährstoffe auch rein pflanzlich zu sich nehmen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, dass man bei einer vegetarischen Ernährung vor allem auf Eisen achten muss. Deswegen habe ich euch hier mal eine ganze Menge von eisenreichen Lebensmitteln zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel habt ihr Kürbiskerne, die sind sehr eisenreich. Vollkornprodukte sind ganz wichtig. Hier sind zum Beispiel Vollkornnudeln, aber eben auch so Dinge wie Vollkornreis. Das sind alles sehr eisenreiche Lebensmittel, aber eben auch Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Linsen. Und wenn ihr dazu Orangensaft trinkt, dann hilft das Vitamin C in den Orangen, dass der Körper das Eisen besser aufnimmt. Und ganz toll ist vor allem frische Kräuter, vor allem Petersilie, ist sehr eisenreich. Ganz neu ist die Idee, bewusst auf Fleisch zu verzichten, natürlich nicht. Im alten Rom sind die Gladiatoren Vegetarier. Sie ernähren sich von Bohnen und Hülsenfrüchten, um Gewicht zuzulegen. Die angefutterte Speckschicht soll im Kampf vor Verletzungen schützen. Im Mittelalter essen nur die Reichen regelmäßig Fleisch. Bauern sind im Alltag Vegetarier und können sich nur an Festtagen einen Braten leisten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts will die Leibgarde des hessischen Großherzogs Geld sparen und setzt die Soldaten auf Erbsendiät. 3 Monate lang. Die unfreiwilligen Vegetarier werden fast alle krank, halluzinieren und können ihre Muskeln nicht mehr bewegen. Das misslungene Experiment liefert den Stoff für ein Stück Weltliteratur. Den Wojciech von Georg Büchner. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kommt die fleischlose Ernährung dann erstmals richtig in Mode. 1871 wird das erste vegetarische Restaurant eröffnet. In Bayreuth. Es folgen Berlin, Leipzig und Wien. Heute gibt es in Deutschland mehr Vegetarier als je zuvor. Je nach Studie sind es zwischen 3 und 6 Millionen. Unser Fazit in Sachen Ernährungsgeschichte. Als reine Vegetarier hätten wir die Evolution wohl kaum überlebt. Unser Gehirn wäre ohne Fleisch deutlich kleiner. Aber heute können wir alle wichtigen Nährstoffe auch ohne Fleisch zu uns nehmen. Man muss nur wissen, wie. Seit 2 Wochen trainieren unsere Teilnehmer inzwischen und achten streng auf ihre Ernährung. Zeit für eine Zwischenbilanz. Wie ist die Stimmung und wie schlägt das Training an? Hallo! Hallo! Super! Ja, meine Ausdauer hat sich etwas verbessert. Ich hätte zu Anfang nicht gedacht, dass wenn ich auf Fleisch verzichte, dass ich dann irgendwie, so eine Resultate erziele. Ich merke auch, dass
es körperlich mir nicht gut tut. Also mein Stoffwechsel, habe ich das Gefühl, ist viel langsamer. Ich fühle mich viel schwerer. Ey, vor 20 Jahren hat das letzte Mal Sport gemacht. Mir tut echt alles weh, mir tun meine Knie weh. Jeden zweiten Tag merke ich, dass ich länger Fahrrad fahren kann, länger auf dem Laufband drauf bin. Aber so Joggen ist gar nicht mein Ding. Das Sportprogramm tut gut. Darin sind sich beide Teams einig. Ob man dabei allerdings Fleisch braucht oder nicht, das bleibt offen. Genauso wie die Frage, bei welchem Team das Trainingsprogramm mehr Erfolg bringen wird. Bei den Vegetariern oder den Fleischessern. Das werden wir erst nach 2 weiteren Wochen Training testen. Attila Hildmann vom Team Gemüse trainiert heute mit den Teams. Die Vegetarier und die Fleischesser sind alle zuversichtlich, ihr Programm durchhalten zu können. Nur Anna ist nicht wirklich glücklich. Ich will gerne wieder mein Fleisch essen. Und ja, einfach mal wieder in ein Steak beißen. So wie Melanie, die vor unserem Experiment Vegetarierin war. Sieht sehr, sehr gut aus. Und auch wenn ich davor vegetarisch gegessen habe, ist es leider geil. Meine Frau sagt, ich habe wohl ab und zu schlechte Laune. Weiß nicht, ob es so ist, aber scheint so zu sein. Heute gab es Basmati-Reis mit Gemüsebulette und Paprikaschote. Gemüsebulette, boah, ging gar nicht. Unsere nächste Frage, leben Vegetarier länger? 4 Wochen Training und strikte Ernährung liegen jetzt hinter unseren Freiwilligen. Im Krankenhaus werden sie wieder durchgecheckt, so wie am Anfang des Experiments. Den Anfang macht Melanie, als Vegetarierin zu uns gekommen. Hart trainiert und jeden Tag Fleisch gegessen. Ihre Blutwerte haben sich verschlechtert. Der Arzt hat gesagt, eigentlich, ich habe irgendwie nur 1 Kilo abgenommen. Klar, Muskelmasse hat sich erhöht, Fettanteil verringert, aber Insulin und Blutfettwerte haben sich verschlechtert. Und jetzt muss ich echt sagen, ich finde dann 4 Wochen so Fleisch in sich reinprügeln. Für Professor Michalsen ist die Sache klar. Schuld an den schlechten Werten ist das viele Fleisch. Fleisch kann gut verdaut werden und Fleisch ist natürlich auch lecker. Aber letztlich die Inhaltsstoffe in Fleisch sind doch überwiegend negativer Natur. Gesättigte Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel hochtreiben. Und während die guten Sachen von Vitaminen bis zu den ganzen Pflanzeninhaltsstoffen sind natürlich nicht in Fleisch. Das heißt also, eigentlich ist es ein relativ wertarmes Nahrungsmittel, das wir aber in viel zu großer Menge konsumieren. Die meisten Experten sind sich einig, zu viel sogenanntes rotes Fleisch von Rind, Lamm oder Schwein steigert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Altersdiabetes und Krebs. Geflügel gilt als weniger kritisch. Und Fisch ist sogar gesund, vor allem wegen der guten Fettsäuren. Anna hat nun 4 Wochen auf Fleisch verzichtet. Ganz im Gegensatz zu sonst. Auch ihre Werte haben sich deutlich verändert. Allerdings zum Guten. So, im Vergleich die Harnsäure, die ist um 30 Punkte gesunken. Das ist ja der Faktor, der Gicht auslöst, wenn die Harnsäure zu hoch ist. Das war noch im Normbereich, aber hat sich etwas verbessert. Und wie sieht es für Olli aus? Professor Michalsen hatte ihn vor 4 Wochen eindringlich gewarnt, seine Gesundheit sei ernsthaft in Gefahr, wenn er so weiterlebt wie bisher. Jetzt hat Olli 4 Wochen lang weder Fleisch noch Wurst gegessen und sich für seine Verhältnisse extrem viel bewegt. Also, beim Blutdruck hatten wir zuvor einen Wert, der war schon sehr besorgniserregend. Da kam die rote Karte von ihm. Und jetzt hat sich der wirklich geradezu dramatisch um 30 Punkte erniedrigt. Medizinisch haben sie da wahnsinnig viel Gutes bewirkt. Das Beispiel, das sehen wir schon auch öfters, wenn jemand wirklich aber so alles versemmelt und Süßgetränke und Kuchen und viel Fleisch und so, wenn sie den dann auf eine gesunde Ernährung umstellen, dann passiert sehr schnell sehr, sehr viel. Wenn man das nochmal so zusammenfasst, ja, dann, ja, das freut natürlich jeden Arzt, ne, wenn man das dann so jetzt übermitteln kann.
Sie haben es geschafft, 10 Kilo ungefähr abzunehmen. Ihr Puls, ein hoher Puls, ist auch nicht so günstig für das Herzinfarktrisiko. Mhm. Der war auf 82, der ist jetzt auf 64. Der Bauchumfang, das Fett ist ja anscheinend weggeschmolzen, der ist jetzt auch 8 cm weniger geworden. Und zusammen mit dem Blutdruck ist das eine schöne Sache. Hätte ich selber nicht mit gerechnet, also 4 Wochen, also schön. Also meine Belohnung ist jetzt schon für mich selbst. Ja, nee, wirklich. Geht natürlich runter wie Butter. Ja, Ärzte sind sonst immer so ein bisschen zurückhaltend und so, aber muss ich sagen, da gibt es keinerlei. Nee, weil ich da gibt es keine Einschränkungen, sie haben wirklich alles top. Super toll. Freut mich. Hinbekommen. Für Olli hat sich unser Experiment wirklich gelohnt. Erzähl mal. Komm, ja, erzähl 10 mal, Kilo weniger jetzt, also definitiv 10 Kilo weniger. 8 cm Bauchumfang weg. Zucker ist komplett wieder weg, war kurz vorm Zucker gewesen. Gichtwerte wieder, also auf dem Normalfall. Alles wieder, also komplett Blutdruck wieder auf dem normalen. Also. Lebt man länger durch irgendeine Form einer Ernährung oder einer Lebensstilmaßnahme? Dazu braucht man natürlich sehr lange Studien. Die besten Daten haben wir aus der Adventistenstudie aus den USA, eine große Studie. Die Adventisten sind eine fromme Sekte. Ihre Angehörigen leben aus Überzeugung sehr gesund. Ernährungsstudien werden hier nicht durch andere Faktoren wie Rauchen oder Alkohol beeinflusst und gelten deshalb als besonders aussagekräftig. Wenn man das rausrechnet, dann scheinen die Vegetarier doch einen Überlebensvorteil, also ein länger Leben von mehreren Jahren, von bis zu 7 Jahren zu haben. Ein klares Fazit. Fleisch ist ungesund oder genauer zu viel Fleisch. Wer nur ab und zu ein Steak isst, muss sich keine Sorgen machen. Die Lebensfreude allerdings wird bei all dem nicht berücksichtigt. Denn wem's schmeckt, der ist glücklich. Deshalb unsere nächste und für viele ganz wichtige Frage. Schmeckt unser Essen auch ohne Fleisch? Es ist der letzte Abend unseres Experiments. Am nächsten Tag steht noch der entscheidende Leistungstest auf dem Plan. Vorher werden unsere beiden Teams von ihren Teamleitern noch einmal bekocht. Nach allen Regeln der Kunst. Alfons Schubeck ist in seinem Element. Gutes Fleisch aus der Pfanne. Wie immer fast ohne Fett. Für den Sternekoch ist es eine Frage der Ehre. Ein super Stück Fleisch ist geschmacklich einfach nicht zu überbieten, oder? Gleichzeitig macht sich unser Team Gemüse ans Werk. Attila Hildmann, der überzeugte Veganer, hat seine Tofu-Bolognese über Jahre entwickelt und verfeinert. Schmeckt sie wirklich so kräftig und lecker wie ein Gericht mit Fleisch? Beim Team Fleisch wird schon angerichtet. Es gibt Rinderfilet auf buntem Gemüse. Hochwertige Zutaten, einfache und schnelle Zubereitung. Fast gleichzeitig sind auch die Vegetarier fertig. Jetzt darf probiert werden. Ein Top-Gericht vom Spitzenkoch. Mit oder ohne Fleisch? Was schmeckt besser? Es ist angerichtet. Die Gruppen haben jetzt jeweils die Wahl, beim anderen zu probieren. Alfons testet die Tofu-Bolognese. Sehr gut. Also die Bolognese war eher so, okay, so, das hätte ich mir jetzt nicht gemacht. Und das Rind war schon lecker. Ich gestehe ein, mir hat beides gut geschmeckt, mir hat auch die Fleischkost gut geschmeckt. Aber zum Beispiel auch die Bolognese von dem Attila. Fast alle sind verblüfft, wie gut Tofu schmecken kann. Oh mein Gott, die Bolognese war der absolute Hammer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da es die Bolognese gab, ist es mir das leichter gefallen, das andere Essen stehen zu lassen, weil ich war echt baff. Also ich möchte beinahe mal sagen, wenn man jemand irgendwie die Augen verbindet, weiß nicht, ob es irgendjemand erraten würde, dass es Tofu ist. Unser Testessen endet mit einem Unentschieden.
Klar, das Fleisch von Alphonse war ein echter Gaumenschmaus. Aber Attilas Tofu Bolognese konnte mithalten. Raffiniert gewürzt und zubereitet, können vegetarische Gerichte auch höchsten Geschmacksansprüchen genügen. Am nächsten Morgen die Stunde der Wahrheit. Beide Teams haben 4 Wochen lang durchgehalten, sich nach Plan ernährt und stundenlang trainiert. Aber wer hat mehr davon profitiert? Bei wem hat das Training besser angeschlagen? Bei den Vegetariern oder den Fleischessern? Die Entscheidung bringt der Leistungstest. Wieder müssen alle so lange Seil springen, wie sie können. Welches Team hat sich mehr verbessert in den vergangenen 4 Wochen? Tatsächlich haben alle deutlich zugelegt bei der Ausdauer. Auch die Fleischesser. Und das, obwohl bei einigen von ihnen die Laborwerte ja schlechter geworden sind. Aber am Ende gibt es wieder einen klaren Sieger. Die Vegetarier. Ihr Leistungszuwachs ist erheblich größer. So, ich habe hier die Ergebnisse für euch. Ich habe mir mal so die Zahlen der Einzelnen angeschaut. Olli, du hast ja fast das Dreifache gemacht. Wow. Ja. Anna, mehr als das Doppelte. Ja, Melanie, zu dir. Fast das Dreifache hast du erreicht. Ja, super. Oh. Ja, Judith, Steigerung von fast 5-fach. Gute Sache. Oh. Aber was mir aufgefallen ist, was durch die Zahlen eben ganz klar belegt ist, die Steigerung ist bei den Fleischessern da und bei dem Gemüse, Team Gemüse, ist sie deutlich höher. Die 4 Wochen sind vorbei. Alle haben sich viel bewegt und eine Menge gelernt. Unser Experiment bringt ein Ergebnis, das sich mit den meisten wissenschaftlichen Studien deckt. Körperliche Leistung braucht kein Fleisch. Im Gegenteil, mit wenig oder gar keinem Fleisch kann der Körper sogar mehr Leistung bringen. Und wer wechselt jetzt die Gruppe? Wer sagt, ich wäre jetzt Vegetarier und wer wird jetzt wieder ins andere Lager wechseln? Was ist mit meinen 2 Damen? Ich werde, glaube ich, eine Ernährung wieder so zwischen vegan und vegetarisch anstreben und vielleicht alle 8 bis 10 Wochen mal ein Stück Fleisch. Ich fühle mich tatsächlich besser, wenn ich mich sehr gemüsereich ernähre. Ich habe mitgenommen, dass mir Sport doch Spaß macht und dass ich das gerne weiter betreibe. Ich werde wieder vegetarisch leben, was ich mag. Wie ist es bei euch? Ich bleibe dabei, dass ich meinen Fleischkonsum reduzieren werde. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe vorher viel zu viel Fleisch konsumiert. Meine Erkenntnis ist, dass es andere Universen an Ernährung zu entdecken gibt, wo man sich auch mal drauf einlassen kann. Ich würde es beibehalten, im Moment kein Fleisch zu essen, weil ich das Ziel, was ich mir gesetzt habe, erreicht habe und ich an sich noch ein bisschen mehr erreichen möchte. Ich habe jetzt ziemlich viel Lebensgefühl auch zurückbekommen wieder, kann mich mehr bewegen mit den Kindern, kann mehr spielen mit den Kindern, Fahrrad fahren, Inlineskates fahren und so weiter und so weiter, was ich echt die letzten 20 Jahre nicht gemacht habe. Und ich denke mal, meinen Kindern werden es mir auch danken dann. Vegetarier gegen Fleischesser. Am Ende stehen einige unbequeme Wahrheiten und Verständnis auf beiden Seiten. Alfons, mir war es eine große Freude hier. Sehr schön war's. War eine tolle Zeit und wir wünschen euch einen guten Appetit. Haus jetzt richtig rein, egal wer von welchem Teller ist. Guten Appetit. Guten Appetit. Auch Markus Keller hat in der Debatte Stellung bezogen. Der Ernährungsökologe aus Gießen fordert eine komplett vegetarische Gesellschaft. Fleischkonsum hält er generell für umweltgefährdend. Tierische Lebensmittel haben einen deutlich größeren CO2-Ballon, Treibhausgasballon, als pflanzliche Lebensmittel. Die Hitliste der CO2-Verursacher in unserer Ernährung. Ein Kilo Gemüse oder Kartoffeln setzt bei der Produktion rund 200 Gramm CO2 frei. Ein Kilo Sojaburger 800 Gramm.
Ein Kilo normaler Hamburger, 8 Kilogramm. Ein Kilo Schweinefleisch, 4 Kilogramm. Rindfleisch, 15 Kilo. Absoluter Spitzenreiter aber ist Butter. Wie gut, dass wir davon nicht so viel brauchen. Auch beim Wasserverbrauch gibt es große Unterschiede zwischen vegetarischen und tierischen Lebensmitteln. Die industrielle Landwirtschaft braucht große Mengen an Wasser. Für die Viehhaltung, die Bewässerung von Feldern und noch einmal so viel bei der Verarbeitung von Fleisch. Die verbrauchte Wassermenge lässt sich für jedes Nahrungsmittel genau berechnen. Bei schwindenden Süßwasserressourcen ein Thema der Zukunft. Um ein Kilo Sojaburger herzustellen, wird eine Badewanne voll Wasser benötigt. Ein Kilo Kartoffeln braucht die doppelte Menge, genauso ein Kilo Gemüse. Ein Kilo normaler Hamburger verbraucht für die Herstellung gleich 16 Badewannen. Butter 37 Wannen. Schweinefleisch schon 40 Badewannen, 6000 Liter pro Kilo. Einsamer Rekordhalter ist Rind. 100 Badewannen pro Kilo Steak. Die Tiermast ist tatsächlich der große Klimasünder in der Nahrungsmittelproduktion. Aus den Därmen der Kühe dringt viel CO2 und etwa die Hälfte aller in Deutschland genutzten landwirtschaftlichen Flächen sind Weiden oder dienen der Erzeugung von Tierfutter. Weltweit sind es sogar 2/3. Für vegetarische Ernährung braucht man weniger Fläche. Und schädliches Kohlendioxid wird auch weniger freigesetzt. Wenn alle so leben würden, wie wir heute in Deutschland, dann bräuchten wir zweimal unsere Erde. Jeder, der seinen Fleischkonsum, seinen Käsekonsum, seinen Wurstkonsum reduziert, ist schon mal auf dem richtigen Weg. Es ist ja so, dass in den Dritte-Welt-Ländern Monokulturen angelegt werden, wie zum Beispiel Futterpflanzen wie Mais, Soja oder eben Weizen. Wir sehen zu, wie Tierskandale entstehen, wie Massentierhaltung entstehen, Tiertransporte. Oder Alkohol beeinflusst und gelten deshalb als besonders aussagekräftig. Wenn man das rausrechnet, dann scheinen die Vegetarier doch einen Überlebensvorteil, also ein länger Leben von mehreren Jahren, von bis zu 7 Jahren zu haben. Ein klares Fazit. Fleisch ist ungesund oder genauer zu viel Fleisch. Wer nur ab und zu ein Steak isst, muss sich keine Sorgen machen. Die Lebensfreude allerdings wird bei all dem nicht berücksichtigt. Denn wem's schmeckt, der ist glücklich. Deshalb unsere nächste und für viele ganz wichtige Frage. Schmeckt unser Essen auch ohne Fleisch? Es ist der letzte Abend unseres Experiments. Am nächsten Tag steht noch der entscheidende Leistungstest auf dem Plan. Vorher werden unsere beiden Teams von ihren Teamleitern noch einmal bekocht. Nach allen Regeln der Kunst. Alfons Schubeck ist in seinem Element. Gutes Fleisch aus der Pfanne. Wie immer fast ohne Fett. Für den Sternekoch ist es eine Frage der Ehre. Ein super Stück Fleisch ist geschmacklich einfach nicht zu überbieten, oder? Gleichzeitig macht sich unser Team Gemüse ans Werk. Attila Hildmann, der überzeugte Veganer, hat seine Tofu-Bolognese über Jahre entwickelt und verfeinert. Schmeckt sie wirklich so kräftig und lecker wie ein Gericht mit Fleisch? Beim Team Fleisch wird schon angerichtet. Es gibt Rinderfilet auf buntem Gemüse. Hochwertige Zutaten, einfache und schnelle Zubereitung. Fast gleichzeitig sind auch die Vegetarier fertig. Jetzt darf probiert werden. Ein Top-Gericht vom Spitzenkoch. Mit oder ohne Fleisch? Was schmeckt besser? Es ist angerichtet. Die Gruppen haben jetzt jeweils die Wahl, beim anderen zu probieren. Alfons testet die Tofu-Bolognese. Sehr gut. Also die Bolognese war eher so, okay.
so. Das hätte ich mir jetzt nicht gemacht. Und das Rind war schon lecker. Ich gestehe ein, mir hat beides gut geschmeckt. Mir hat auch die Fleischkost gut geschmeckt. Aber zum Beispiel auch die Bolognese von dem Attila. Fast alle sind verblüfft, wie gut Tofu schmecken kann. Oh mein Gott, die Bolognese war der absolute Hammer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das... Also da es die Bolognese gab, ist es mir das leichter gefallen, das andere Essen stehen zu lassen, weil ich war echt baff. Also ich möchte beinahe mal sagen, wenn man jemand irgendwie die Augen verbindet, weiß nicht, ob es irgendjemand erraten würde, dass es Tofu ist. Unser Testessen endet mit einem Unentschieden. Klar, das Fleisch von Alphonse war ein echter Gaumenschmaus. Aber Attilas Tofu-Bolognese konnte mithalten. Raffiniert gewürzt und zubereitet, können vegetarische Gerichte auch höchsten Geschmacksansprüchen genügen. Am nächsten Morgen die Stunde der Wahrheit. Beide Teams haben 4 Wochen lang durchgehalten, sich nach Plan ernährt und stundenlang trainiert. Aber wer hat mehr davon profitiert? Bei wem hat das Training besser angeschlagen? Bei den Vegetariern oder den Fleischessern? Die Entscheidung bringt der Leistungstest. Wieder müssen alle so lange Seil springen, wie sie können. Welches Team hat sich mehr verbessert in den vergangenen 4 Wochen? Tatsächlich haben alle deutlich zugelegt bei der Ausdauer. Auch die Fleischesser. Und das, obwohl bei einigen von ihnen die Laborwerte ja schlechter geworden sind. Aber am Ende gibt es wieder einen klaren Sieger. Die Vegetarier. Ihr Leistungszuwachs ist erheblich größer. So, ich habe hier die Ergebnisse für euch. Ich habe mir mal so die Zahlen der Einzelnen angeschaut. Olli, du hast ja fast das Dreifache gemacht. Wow. Ja. Anna, mehr als das Doppelte. Ja, Melanie, zu dir. Fast das Dreifache hast du erreicht. Ja. Wow. Danke. Ja, Judith, Steigerung von fast 5-fach. Gute Sache. Bravo. Was mir aufgefallen ist, was durch die Zahlen eben ganz klar belegt ist, die Steigerung ist bei den Fleischessern da und bei dem Gemüse, Team Gemüse, ist sie deutlich höher. Die 4 Wochen sind vorbei. Alle haben sich viel bewegt und eine Menge gelernt. Unser Experiment bringt ein Ergebnis, das sich mit den meisten wissenschaftlichen Studien deckt. Körperliche Leistung braucht kein Fleisch. Im Gegenteil, mit wenig oder gar keinem Fleisch kann der Körper sogar mehr Leistung bringen. Und wer wechselt jetzt die Gruppe? Wer sagt, ich wäre jetzt Vegetarier und wer wird jetzt wieder ins andere Lager wechseln? Was ist mit meinen 2 Damen? Schwach zu werden. Schwach zu werden, zu sagen, kriegt sowieso keiner mit und jetzt isst du trotzdem mal eine Currywurst oder halt, so wie du gewohnt bist, mal eine Cola oder so trinken. Wie ist es bei euch? Ich würde dir mal vorschlagen, hier die 2 hübschen Damen. Die machen es ja eher aus Gesundheits- und Umweltgründen. Ja. Ihr 2, gell, oder? Ja, aber würde es dann bedeuten, jeden Tag jeden ein Tag Stück Fleisch zu essen? Jeden Tag? Jeden Tag, keinen vegetarischen jeden. Tag. Puh. Geflügel und Fisch kann ich mir vorstellen, das mochte ich früher in meiner Fleischzeit gerne. Ich glaube aber, wenn ich jetzt wieder Fleisch esse, dass der Ekel mich vielleicht am Anfang abhalten könnte. Dann wollen wir nur sagen, herzlich willkommen in meinem Team. Gehen wir mal. Du kannst dir, Anna, freu dich schon mal auf 30 Tage jeden Tag Möhren essen. Auch die beiden Neuen in jedem Team müssen sich streng an die Vorgaben der Köche halten. Werden sie durchhalten? Zeit für unsere erste Frage. Macht Gemüse wirklich schlapp? Für die meisten Spitzensportler keine Frage. Fleisch muss sein. Sebastian Schweinsteiger zum Beispiel mag Schnitzel und Steaks und am liebsten Spaghetti Bolognese. Skiass Maria Höffel-Riesch ernährt sich gern von Geflügel und Fisch. Ob sie nach dem Karriereende auch öfter mal ein Steak essen wird, ist noch unbekannt.
Olympiasieger Usain Bolt liebt Huhn. Und zwar möglichst viel davon. Der schnellste Mann der Welt isst manchmal sage und schreibe 100 Chicken Nuggets pro Tag. Dieser Mann ist der lebende Beweis, dass Spitzenleistung auch ganz ohne Fleisch geht. Arnold Wiegand betreibt Extremtriathlon. Seine beste Disziplin ist der dreifache Ironman. 11 Kilometer schwimmen, 540 Kilometer Radfahren und anschließend noch 126 Kilometer laufen. Alles hintereinander, in einem Wettkampf. Beim nächsten Rennen will Wiegand unter 40 Stunden bleiben, ohne Pause. Der Triathlet isst weder Fleisch noch Fisch und auch keine tierischen Produkte wie Eier oder Milch. Er ist Veganer. Bei dieser Ernährung fehlt das lebenswichtige Vitamin B12. Es wäre zum Beispiel in vielen Fischarten enthalten und dient der Zellteilung und der Blutbildung. Auch in Rind und Schwein steckt B12, ebenso wie in vielen Käsesorten. Aber all das ist für ihn tabu. Er muss deshalb das Vitamin B12 als Pille zu sich nehmen. Oder durch eine spezielle Zahnpasta. Vegetarier? Veganer? Zeit für unser kleines ABC der Essgewohnheiten. Für die Allesesser unter uns, und das sind... Mensch, mal wenigstens einer, der mal eine Ahnung hat. Alfons Schubeck zeigt uns, was mit Fleisch möglich ist. Sein Gegner Attila Hildmann kocht immer ohne Fleisch. Ganz ehrlich, mein Bizeps, der kommt auch ohne ein Steak zustande. Der Spitzenkoch Hildmann früher so und heute so, dank komplettem Fleischverzicht. Unsere beiden Teams, 4 Vegetarier treten an gegen 4 Fleischesser. Sie alle sind Überzeugungstäter. Die einen lieben es, Fleisch zu essen. Die anderen lehnen es total ab. Der Attila und ich kochen heute Fleisch gegen Fleisch los. Wir duellieren uns, wie schneide Fleisch ab, wie schneide Gemüse ab. Ist es umweltverträglicher, sich fleischlos zu ernähren? Ist es vielleicht sogar gesünder? Wer ist jetzt ein bisschen besser? Ist Gemüse oder das Fleisch? Wir schauen einmal, wie das abschneidet. Und ich hoffe, dass es richtig Spaß macht. Ja? Also entscheidend ist, dass es richtig gut schmeckt. Das denke ich auch so. Die Karotten sind hier auf meiner Seite. Die Fleischkeulen können gerne zu Alfons rüber. Das Team Fleisch von Alfons Schubeck. Annette isst am liebsten nur wirklich gutes Fleisch. Olli schätzt auch Currywurst und Döner. Hauptsache herzhaft und reichlich. Auch Christoph will sich Essen ohne Fleisch lieber gar nicht vorstellen. Und Anna isst am liebsten nur Fleisch, ohne Beilage. Und jetzt das Team Gemüse von Attila Hildmann. Max hält Fleischesser für Mörder. Judith verzichtet seit kurzem erst auf Wurst und Fleisch. Frank ist schon seit 30 Jahren Vegetarier. Und Melanie hat das Fleischessen eingestellt, weil sie die Welt ein kleines bisschen besser machen will. Einen Monat lang treten die Teams gegeneinander an. Die Gruppe von Alfons wird jeden Tag mindestens 2-mal Fleisch essen. Attila dagegen verordnet seinem Team streng fleischlose Ernährung. Auch Milch, Eier und Butter sind tabu. Wer wird nach 4 Wochen leistungsfähiger sein? Und wer wird sich besser fühlen? Bevor es losgeht, haben unsere beiden Köche noch eine Überraschung parat. Hammer aus. Alfons, bist du fertig mit deinem Team? Ja, schaut gut aus. Deins auch übrigens. Kompliment. Das freut mich. Mein Team, das sind ja alles Vegetarier, aber bei dir sind ja richtige fleischfressende Pflanzen. Und jetzt habe ich einen Anschlag auf dich vor. Ich wollte mich fragen, ob du mir 2 abgibst. Ja, probieren können wir es. Ob es uns gelingt, weiß ich nicht. Aber hier ist es vielleicht leichter, wie dass ich 2 Vegetarier... 2 Vegetarier, die... ...gehen noch einen Schritt weiter. Sie essen weder Fleisch noch Fisch. Bei den Veganern sind alle tierischen Lebensmittel tabu. Also auch Eier, Milch, Käse und Honig. Am meisten verzichten müssen die sogenannten Frutarier. Sie essen nichts, was Pflanzen beschädigt. Also weder Kartoffeln noch Möhren oder Salat. Für sie bleiben nur Obst, einige Gemüsesorten, Getreide und Nüsse.
Für unsere Teams beginnt das Training mit Arnold Wiegand. Wir werden dann Seilspringen machen und bei dir, Annette, wegen der Sportverletzung habe ich mir was anderes einfallen lassen. Und ja, dann geht's los. Es werden anstrengende 4 Wochen. Alle haben einen genauen Ernährungsplan und ein hartes Trainingsprogramm. Die erste Stunde der Wahrheit kommt beim Seilspringen. Welches Team ist fitter? In genau einem Monat werden sie sich noch einmal messen. Und dann werden wir wissen, bei wem das Training mehr geholfen hat. Bei den Fleischessern oder bei den Vegetariern. Bei unserem Ausgangstest gibt es große Leistungsunterschiede. Manchen geht schon nach wenigen Minuten die Puste aus. Ausgerechnet Frank, der Älteste in unserem Test, ist mit Abstand der Beste. Am Ende steht ein klarer Sieg für das Team Vegetarier. Aber wird das nach 4 Wochen Training noch genauso sein? Das Seilspringen habt ihr hinter euch gebracht. Das ist jetzt der Ausgangspunkt. Ich habe für euch den Trainingsplan für die nächsten 4 Wochen erstellt. So, dann. Mindestens 4 Stunden Sport pro Woche. Schwimmen, Radfahren oder Laufen. Im positiven Fall hoffe ich an sich nur, dass ich wirklich abnehme. Dass ich wirklich sagen kann, 4 Wochen lang hast du durchgezogen und hast Erfolg gehabt, indem du Summe X abgenommen hast. Ich bin eine Null. Ich habe Arme wie Pudding, eine Kondition wie keine Ahnung. Und über meine Bauchmuskeln wollen wir gar nicht erst anfangen. Unser nächster Termin im Immanuel-Krankenhaus in Berlin-Wannsee. Hier wollen wir unsere Teilnehmer genau untersuchen lassen. Zu Beginn des Experiments und am Ende. Die Daten sollen uns in einem Monat helfen, die Frage zu klären, ob vegetarisches Leben tatsächlich gesünder ist und vielleicht sogar länger. Alle Werte okay, alles im grünen Bereich, alles tofte, ich bin gesund. Das Einzige, was ich jetzt beunruhigend finde, sind, dass meine Harnwerte halt so ein bisschen komisch sind. Ansonsten waren meine Werte ja relativ gut. Hallo. Morgen. Olli war seit Jahren nicht mehr beim Arzt, aus schlechtem Gewissen. Die Nahrung des Neandertalers bestand überwiegend aus Fleisch. Durch seine Anpassung an die kalten Umweltbedingungen mit einem sehr robusten, kräftigen Körper war er darauf angewiesen, Fleischnahrung zu bestreiten. Nach dem Ende der Eiszeit gab es für den Homo sapiens wieder mehr Gemüse und Getreide. Ein hoher Anteil an proteinreicher Nahrung durchaus noch, aber auch ausgewogen mit einem guten Anteil an pflanzlichen Nahrungsbestandteilen. Die Sache ist klar, reine Vegetarier waren wir noch nie. Immer wenn es Fleisch gab, haben wir zugebissen. Und für die Entwicklung der Fähigkeiten unseres Gehirns war das Fleischessen ein entscheidender Faktor. Als Vegetarier wären wir wohl nie das geworden, was wir sind. Man kann tatsächlich sagen, dass mit der Evolution des Menschen auch der Bedarf an proteinreicher Nahrung gestiegen ist. Und insbesondere hängt dies natürlich zusammen mit der Hirnentwicklung. Fleischessen als Motor der Evolution. Unsere Teams im Selbstversuch. Also wir sind jetzt in der Steinzeit. Wir machen ja halt ein Wildschaf. Aber früher war es natürlich so, dass man im Sommer eher Beeren, Früchte und Fisch gegessen hat. Und im Winter war es ein bisschen schwieriger, weil es war alles zugefroren. Also da ist man dann richtig nochmal auf die Jagd gegangen. Einmal einen Hasen, also alles eine Ratte, was halt rumgelaufen ist. Und wenn es was gegeben hat, dann hat es als erstes Innereien gegeben, weil die am schnellsten verderben natürlich. Und dann hat man auch das Fett gegessen. Man hat so lange das Fleisch gegessen, bis nichts mehr da war. Steinzeitkochen à la Schubeck. Sein Team verarbeitet Zutaten, die heute weitgehend unbekannt sind. Erdfrüchte der Menschheitsgeschichte. Das Fleisch vom Wildschaf lässt auch den Vegetariern in unserem Experiment das Wasser im Munde zusammenlaufen. Das ist schlecht. Nicht schlecht, ja. Vom Sternekoch zubereitet, sieht die Steinzeit ganz schön lecker aus. Wer sich traut, kann das Uraltgericht gerne nachkochen. Das Rezept gibt es auf unserer Internetseite. Schau dir mal das an. Aber das sieht hier ziemlich vegan aus.
Aber wenn die so gegessen haben, dann... Deswegen sind wir so rausgekommen jetzt. Ja. Ich muss sagen, das Wildschaf, auch wenn ich vorher bei den Fleischlosen war, hat mir hervorragend geschmeckt. Das war köstlich. Und eine totale neue Entdeckung waren für mich diese Gemüsesorten. Ich hätte gern was davon gegessen, aber ich habe mich ja dann doch zusammengerissen und dann halt auch eher meine Seite gewählt. Für unsere Vegetarier ein sogenanntes rotes Fleisch von Rind, Lamm oder Schwein steigert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Altersdiabetes und Krebs. Geflügel gilt als weniger kritisch. Und Fisch ist sogar gesund, vor allem wegen der guten Fettsäuren. Anna hat nun 4 Wochen auf Fleisch verzichtet. Ganz im Gegensatz zu sonst. Auch ihre Werte haben sich deutlich verändert. Allerdings zum Guten. So, im Vergleich die Harnsäure, die ist um 30 Punkte gesunken. Das ist ja der Faktor, der Gicht auslöst, wenn die Harnsäure zu hoch ist. Das war noch im Normbereich, aber hat sich etwas verbessert. Und wie sieht es für Olli aus? Professor Michalsen hatte ihn vor 4 Wochen eindringlich gewarnt, seine Gesundheit sei ernsthaft in Gefahr, wenn er so weiterlebt wie bisher. Jetzt hat Olli 4 Wochen lang weder Fleisch noch Wurst gegessen und sich für seine Verhältnisse extrem viel bewegt. Super. Also, beim Blutdruck hatten wir zuvor einen Wert, der war schon sehr besorgniserregend. Wir hatten uns... Da kam die rote Karte von ihm. Und jetzt hat sich der wirklich geradezu dramatisch um 30 Punkte erniedrigt. Medizinisch haben sie da wahnsinnig viel Gutes bewirkt. Das Beispiel, das sehen wir schon auch öfters, wenn jemand wirklich aber so alles versemmelt und Süßgetränke und Kuchen und viel Fleisch und so, wenn sie den dann auf eine gesunde Ernährung umstellen, dann passiert sehr schnell sehr, sehr viel. Wenn man das nochmal so zusammenfasst, das freut natürlich jeden Arzt, ne, wenn man das dann so jetzt übermitteln kann. Sie haben es geschafft, 10 Kilo ungefähr abzunehmen. Ihr Puls, ein hoher Puls ist auch nicht so günstig für das Herzinfarktrisiko. Mhm. Der war auf 82, der ist jetzt auf 64. Der Bauchumfang, das Fett ist ja anscheinend weggeschmolzen. Mhm. Der ist jetzt auch 8 cm weniger geworden. Und zusammen mit dem Blutdruck ist das eine schöne Sache. Ja. Hätte ich selber nicht mit gerechnet. Ja. Also 4 Wochen. Also, schön. Also meine Belohnung ist jetzt schon für mich selbst. Ja, nee, wirklich. Geht natürlich runter wie Butter. Ärzte sind sonst immer so ein bisschen zurückhaltend und so, aber muss ich sagen, da gibt es keinerlei. Nee, weil ich gibt's keine so Einschränkungen. Sie haben wirklich alles top. Super toll. Freut mich. Hinbekommen. Für Olli hat sich unser Experiment wirklich gelohnt. Erzähl mal. Komm, ja, erzähl 10 mal, Kilo weniger jetzt, also definitiv 10 Kilo weniger. 8 cm Bauchumfang weg. Zucker ist komplett wieder weg, war kurz vorm Zucker gewesen. Gichtwerte wieder, also auf einen Normalfall. Alles wieder, also komplett Blutdruck wieder auf dem normalen. Also. Das ist plötzlich für dich überhaupt keine Gewissensfrage mehr. Moment, also ich als Fleischesser bin jetzt daran schuld, dass 1 Milliarde Menschen hungert. Das willst du damit sagen? Unsere Teams reden sich die Köpfe heiß. Tatsächlich sammeln die Vegetarier in Sachen Umwelt Pluspunkte. Aber ob sie dadurch die besseren Menschen sind, muss jeder für sich entscheiden. Genauso wie die Frage, ob es einfach zum Menschsein dazugehört, Tiere zu essen oder nicht. Womit wir direkt bei unserem nächsten Thema wären. Hätten wir Menschen nur mit Gemüse überlebt? Wir besuchen eine Expertin mit einem etwas gruseligen Spezialgebiet. Schädel sind so einzigartig wie Gesichter auch. Und das ist das Faszinierende daran, zumal man damit auch in die Geschichte, in die Vergangenheit hineingehen kann und eine ganze Menge über Mensch und seine Umwelt erfahren kann. Die Überreste unserer Vorfahren zeigen, wie wir uns ernährt haben und wie sich unser Gehirn im Laufe der Evolution vergrößert hat. Hängt das womöglich mit dem Fleischkonsum zusammen? Erstes Licht ins Dunkel bringt Lucy. Sie hat noch einen sehr kleinen Schädel. Der Turkana-Boy ist ein afrikanischer Teenager. Sein Kopf ist schon ein bisschen größer. Deutlich wuchtiger ist der Schädel des Neandertalers. Und noch mehr Raum fürs Gehirn hat der Kopf des modernen Menschen, des Homo sapiens.
1,3 Kilo Denkorgan haben darin Platz. Aber welche Rolle spielt nun die Ernährung auf dem langen Weg vom frühesten Menschen bis zu uns? Wir können zwar annehmen, dass ein Großteil der Nahrung aus pflanzlicher Kost bestand, aber er wird sicherlich ein Stück herumliegendes Aas, was frisch war und geschmacklich gut aussah, nicht liegen gelassen haben. Schon Lucy mochte Fleisch, bekam aber nur wenig. Das Gebiss zeigt uns an, dass wir es hier mit einem Allesfresser zu tun haben, mit einem überwiegenden Teil an pflanzlicher Nahrung, dann ergänzt vielleicht durch einen kleinen Anteil an Fleisch. Der Turkana-Boy aus Afrika hatte mehr Chancen, an Fleisch zu kommen. Allesfresser, aber sicherlich schon mit einem höheren Anteil an proteinreicher Fleischnahrung. Aas, vielleicht auch kleinere Tiere, die gefangen wurden. Die Nahrung des Neandertalers bestand überwiegend aus Fleisch. Durch seine Anpassung an die kalten Umweltbedingungen mit einem sehr robusten, kräftigen Körper war er darauf angewiesen, Fleischnahrung zu bestreiten. Nach dem Ende der Eiszeit gab es für den Homo sapiens Fleischessen. Attila dagegen verordnet seinem Team streng fleischlose Ernährung. Auch Milch, Eier und Butter sind tabu. Wer wird nach 4 Wochen leistungsfähiger sein? Und wer wird sich besser fühlen? Bevor es losgeht, haben unsere beiden Köche noch eine Überraschung parat. Hammer aus. Alfons, bist du fertig mit deinem Team? Ja, schaut gut aus. Deins auch übrigens. Kompliment. Das freut mich. Mein Team, das sind ja alles Vegetarier, aber bei dir sind ja richtige fleischfressende Pflanzen. Und jetzt habe ich einen Anschlag auf dich vor. Ich wollte mich fragen, ob du mir 2 abgibst. Ja, probieren können wir es. Ob es uns gelingt, weiß ich nicht. Aber hier ist es vielleicht leichter, wie dass ich 2 Vegetarier... 2 Vegetarier, die Fleisch essen? Wir haben da was vor. Und zwar würden wir ganz gerne 2 von den Fleischessern für 4 Wochen zu Vegetariern machen. Und umgekehrt genauso. Oh ja, das wird schwierig. Was die Teilnehmer noch nicht wissen, die Wahl ist schon getroffen. Anna, ich glaube, dich möchte ich haben in meinem Team. Ach, Manu! Aber du sitzt gleich eigentlich auch neben perfekten Nachbarn. Nee, oder? Oh Mann, du Arme. Böse. Ich sage mir, gut, okay, im Endeffekt war es ein Mega-Schock, dass er uns damit überrascht hat. Überrascht. Ja, und ich finde es natürlich hart. Also ich glaube, es wird hart für mich werden. Die Panik ist, schwach zu werden. Schwach zu werden, zu sagen, kriegt sowieso keiner mit und jetzt isst er trotzdem mal eine Currywurst oder halt, so wie du gewohnt bist, mal eine Cola oder so trinken. Ich würde dir mal vorschlagen, hier die 2 hübschen Damen, die machen es ja eher aus Gesundheits- und Umweltgründen. Ja. Ihr 2, oder? Ja, aber würde es dann bedeuten, jeden Tag jeden ein Tag Stück Fleisch zu essen? Jeden Tag? Jeden Tag, keinen vegetarischen Tag. Puh. Geflügel und Fisch kann ich mir vorstellen, das mochte ich früher in meiner Fleischzeit gerne. Ich glaube aber, wenn ich jetzt wieder Fleisch esse, dass der Ekel mich vielleicht am Anfang abhalten könnte. Dann wollen wir sagen, herzlich willkommen in meinem Team. Gehen wir mal. Du kannst dir, Anna, freu dich schon mal auf 30 Tage jeden Tag Möhren essen. Auch die beiden Neuen in jedem Team müssen sich streng an die Vorgaben der Köche halten. Werden sie durchhalten? Zeit für unsere erste Frage. Macht Gemüse wirklich schlapp? Für die meisten Spitzensportler keine Frage. Fleisch muss sein. Sebastian Schweinsteiger zum Beispiel mag Schnitzel und Steaks und am liebsten Spaghetti Bolognese. Skiass Maria Höffel-Riesch ernährt sich gern von Geflügel und Fisch. Ob sie nach dem Karriereende auch öfter mal ein Steak essen wird, ist noch unbekannt. Olympia